vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Was hat Tour genommen? Weiß kein Mensch hier. Heute spielen wir. Ich muss ein bisschen mehr nach rüber. Hallo. Oder nach hinten. Ja, ich mach mal nach hinten. Ich kann die auch gerne runter Arm machen. Ganz so ab. So. So, jetzt nochmal. Hi! Heute spielen wir bei Let's Learn to Play Thief Simulator, beziehungsweise wir Rika spielen. Ja. Heißt, später spiele ich. Nee, eigentlich wollte ich das heute wirklich vermeiden. Also wenn, dann kann ich dir mal kurz eine Steuerung erklären, aber mehr nicht. So, genau. Und das war Rikas Wunsch, das Spiel zu spielen. Ich gehe gleich auf Chat ein. Gut. So, genau. Wir testen jetzt mal rein, gucken, wie es ist. Rika hat sich die feste Aufgabe genommen, nicht erwischt zu werden. Na, das ist meine einzige, Kannst du das Video... Nee, musst du nicht. Anna fragt mich was. Ich habe den Drang zu antworten. Okay, dann jetzt kurz Chat-Seite. Hat er bisher... ich könnte das wahrscheinlich... Oh, ja, du meckerst so mit mir, wenn ich das mache. RimWorld macht aber mega Spaß nebenbei. Also wenn Leute sich das zugucken, es gibt nicht viele, die... Wir reden darüber, dass ja Frau Mrs.Blöd ihren eigenen Stream-Kanal hat, der schon länger nicht mehr benutzt wurde. Und ich hätte sie nur gerade gefragt, ob sie auch Lust hat, RimWorld mal zu spielen. Das kann man nämlich als Zuguckender schön nebenbei zugucken. Und das, es ist eine Jacke. Und es ist mega entspannt. Hat Rika eine Decke dabei? Nein, sie hat sich eine eigene Jacke mitgenommen, aber die wird trotzdem gleich meine nehmen wollen, weil meine ist schon körpergewärmt. Ist das ein Angebot? Nein, ist es nicht. Hm. So, dann würde ich jetzt mal sagen... Bin ich im Tutorial? Ja, es ist gerade das Tutorial. Ich erkläre dir kurz eine Sache, weil die musste ich eben kurz schon mal testen. Ja. So, ganz normal, ne, rumgucken, ne, laufen... Ja. So. Das ist schon scheiße. Was du machen kannst. Wir haben eben schon, habe ich eine Brechstange aufgenommen und die kannst du auf dieses Menü setzen. Was hast du denn jetzt? Weißt du, er drückt einfach, sagt nichts. Ich habe. Sie guckt mir auf die Hände und ich bewege den Finger zum Ganz Button. Ehrlich, nein, ohne Scheiß. Nein, ohne Scheiß. Man sieht nichts. Du meinst das so, du machst es eher A, machst du es ja nicht so, sondern so. Und wenn du das dann so und dann so. Quasi nicht merkbar, irgendein Finger bewegt, sieht man das nicht von oben. Okay, na geil. Red dir das ruhig weiter ein. Es fängt also jetzt schon an, dass ich wieder diskutieren muss. Warte mal, ich muss auch kurz was einstellen. Bei Xbox-Controllern wird immer diskutiert. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, warum das hier wieder umgestellt hat, aber ich muss kurz was anderes einstellen. So, weil in 4K Xbox-Controller ist das unnütz. Dümmste, was es gibt. So. So. Tuck, tuck, tuck. Ihr merkt, ich bin etwas ungehalten heute. Behandelt. Genau, also, ungehalten. Du drückst diesen Knopf. L-B. Den hältst du. Genau. Dann hast du hier ein... Nein, dafür nicht. Das war, dafür musste ich eben schon zu lange diskutieren. Hast du hier mit R, kannst du dann Sachen auswählen. Ja. Und hier ist die Brechstange, die du eben, okay. Die ich eben aufgenommen habe. Siehst du? Ja. Und mit dieser Schultertaste, da wo bei jedem Spiel Schießen auch ist. RT. Kannst du sie benutzen. Okay. Den Rest musst du selber lernen. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ganz kurz. Quick Slot ist LB. Ach, das war das. Dann RT ist ein Werkzeug benutzen. RB ist markieren. Okay. Schleichen ist B. Mhm. Und laufen ist das. Wie ich es dir gezeigt habe. Muss ich jetzt... So. Geh mal, guck mal nach da. Weiter. Da. Da war eben ein Durchgang. Den habe ich schon aufgehauen. Das sind Bretter. Hier. Kannst du auch nochmal dagegen hauen. Mit einem Werkzeug benutzen. RT. So. Und jetzt kannst du da in den Garten rein. Soll ich das auch so machen? Dieses, das macht mich ja wahnsinnig. Ja, der zeigt dir, wo du hin sollst. Ach so. Das ist... Ja. Und da sagt mir nochmal einer, sie gäbe sich Mühe, das endlich alles zu lernen. Du hörst jetzt schon die Musik? Sie werden von einem Mieter gehört. Das heißt ducken. Scheiße. Wir kommen nicht übers Tutorial hinaus. Kannst du einfach mal mit den
Oh ja, warte. ASMR. ASMR ist eklig. Mi. Du kannst da durchgehen, das ist immer noch das Tutorial, ne? Ich dachte, die geht vielleicht da mal weg. Nein, du sollst ja hier das mit dem Ducken lernen. Dann geh einfach jetzt da an der Wand entlang und gut. Das ist echt merkwürdig. So, da musst du hingehen. Da. Sie wird sich gleich erschrecken. Da muss ich hin. Halt dem Weg weiter folgen. So viel zum Thema. Wir werden nicht erwischt. Ja, sorry. Ja, auswählen, A. Spielen. So. Ich habe mir übrigens was Lustiges überlegt. Was ja, unterhalt du mal die Leute, während ich mich hier konzentriere. Ich muss mich jetzt hier wirklich konzentrieren. So. Bleib einfach auf dem Weg, duck dich und bleib auf dem Steinweg, nicht auf dem. Genau, und jetzt kannst du dich da... Meide das Licht nämlich. Das heißt, du musst jetzt nicht im Licht laufen. Guck, der sieht dich nicht. Shh. Red grad nicht mit mir, ich muss mich konzentrieren. Okay, ich hatte mir überlegt, Rika wird ja wahrscheinlich am Sonntag Ni No Kuni-Finale spielen. Das weiß noch keiner. Das wäre halt die sinnvollste Variante, weil wir da eh nicht... Ha. Warum? Das ist dein drin ist das, ist der irre. Das ist übrigens ein Winnie, dein Kumpel, der dir alles beibringt. Wo soll die liegen? Guck mal, wo das Ding markiert. Also ah, okay, da, ja. Red weiter, ich konzentriere mich hier. Genau, je nachdem, wie lange das, das Finale läuft, habe ich mir noch alternativ dazu überlegt, weil wir können ja nicht am Samstag. Nee. Und wir können auch am Sonntag nicht so spät und so lange. Nee, das heißt wahrscheinlich weiß, so gegen 12 oder 1 werden wir anfangen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie lange es dauert noch, ehrlich gesagt. Ja, genau, deswegen meinte ich ja, dann würde Rika dann erstmal da rein. Und wenn sie dann, je nachdem, wie schnell sie durch ist, wer stellt dein bei einem Überfall sein Handy nicht auf Stumm? Ich weiß es nicht. Ich fand das auch gerade sehr beängstigend. Dumm. War mein Gedanke, Rika und ich, wir können um die Wette Getting Over It spielen. Wer nee, am weitesten nein. innerhalb nein. einer Stunde kommt. Nein. Warum nicht? Das stresst mich. Ja, aber ich bin ja auch gestresst. Nee, du bist... Wir spielen es ja zeitgleich. Wie benutze ich denn jetzt die Taschenlampe? Jetzt musst du erstmal ins Hauptmenü gehen. Dann drückst du hier diese drei Striche. Du musst sie nicht ewig drücken. Hab ich doch gar Dann drückst nicht. Du LB. Nochmal. Nochmal. So. Hier kannst du jetzt... Geh mal auf die Taschenlampe. Genau, und jetzt drückst du X. Warte, lass mich kurz. Ich muss, wie gesagt, die Steuerung ist ja nicht dafür eigentlich ausgerichtet, dass du es mit dem Controller spielst. Okay, lass es fallen lassen. Warte mal. Drück mal F. Nee, hier, ich muss. F. Ah, okay. Wie geht das hier? Ah, Steuerkreuz nach oben. Siehst du doch da auch. Taschenlampe an, aus. Ich sage, du bist nicht konzentriert. Ich habe doch gerade um Ruhe gebeten, damit ich mich konzentriere. Ich soll mich mit dem Chat unterhalten. Ja, und nicht mit mir. Mache ich ja auch nicht. Ich habe ja auch dem Chat was erzählt. So, wir konzentrieren uns. Du redest, erklärst weiter. Ja, auf jeden Fall war das so mein Gedanke, das stelle ich mir ganz lustig vor. Und außerdem leidet sie so nicht alleine. Du wolltest spielen, nicht kommentieren. Ich kommentiere alles, was du sagst. Ich bin eine Kommentiermaschine. Kannst du dich bitte nicht wie die Kollegin auf Arbeit, kannst du dich einfach mal auf eine Sache konzentrieren, damit du vielleicht mal ein Spiel lernst? Deswegen überlege ich ja gerade, wie ich das mache, ohne dich zu versuch die dumme Kolonistin ernsthaft einen Knüppel aus Jade herzustellen. Ich glaube, es hackt. Ja, du kannst da aber einstellen, welche Materialien sie für Knüppel benutzen dürfen. Und ja, das ist eigentlich ein Scheißmaterial. Das würde ich gar nicht in der Kolonie groß aufnehmen. Wenn du nicht schon so groß bist, dass du damit handeln kannst oder Skulpturen bauen.
Was versuchst du? Fenster einschlagen. Du musst nah genug ran. Jetzt. Ich weiß, ich hätte nur nicht gedacht, dass das automatisch ausgewählt ist. Ah. Guck mal, ganz groß im Bild ist gerade was. Deswegen sagt Matthäus immer, Vinny! Time to redistribute a little wealth. So, du kannst jetzt hier im Haus am besten Falle die Sachen, die leuchten, klauen. Die Teekanne. Du siehst hier unten deine Kiste. Ja, ist gut. Oder deinen Rucksack. Ducken. Ich wüsste zwar nicht, wer den Topf klaut, aber... Nein. Guck mal, ich kann sogar langsam was öffnen. Es ist sehr unvorteilhaft, wenn du für den Stream flüsterst. Aber ich muss doch leise sein. Ich flüstere. Du kannst ja laut leise sein. Ja, was? Wie war das bei Pen and Paper? Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ein lautes Flüstern. Nee, ich rufe leise, genau. Benutzt deine Draußenstimme. Das wollt ihr nicht. Dann fliegen euch die Ohren. Ich hab gesagt, du sollst deine Draußenstimme nutzen, nicht deine Superkraft. Ach, ich bin dort ganz geduckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich wieder schließen? Mach doch von unten nach oben auf, dann kannst du sie offen lassen. Nee, das ist ja so viel witziger. Nee, das ist so... Lass mal lieber... Hast recht. Ich glaube, das schaffen die Mischpulte nicht mal. Nee, die würde ich zum Explodieren bringen. Da, ein Toaster, eine Pfanne. Ja, aber da ist doch nichts und ich habe nicht mehr so viel. Ja, doch, du kannst, das soll ja, ist immer noch das Tutorial. Ach, du sollst so. Dich jetzt vollpacken, bis du voll bist. Gott, ja, damn. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Okay, also ich soll hier weg. Ja. Du kannst noch gucken, ob du noch irgendwas mitnehmen kannst. Nö. Nö. Nee. Okay. Dann musst du die Crowbar wegpacken. Genau, nimmst du die Hand. Perfekt. Kletterst durchs Fenster. Vorne durch die Tür. Da? Ja. Nee, nach rechts. Ich möchte die Tür zumachen. Das ist jetzt mein Erkennungszeichen. Ich mache immer die Tür zu. Nach rechts. Guck mal, ich habe Rennen gelernt. Kein Lob, sehr typisch. Zur Türklinke gucken. Auf den Sitz gucken. Jetzt unten aufs Lenkrad, genau. Jetzt fährst du. Und jetzt musst du nur aus dem Areal rausfahren, quasi. Okay, lenken ist das, aber wie gebe ich Gas? Mhm. Du guck mal oben in diesen Hinweis. Apropos, die Kamera, sollen wir die woanders hinsetzen? Wir können die hier hinsetzen, glaube ich, das ist besser. Einfach, siehst du auf der Karte unten? Guck mal bitte kurz. Ich sehe nichts mehr! Ja? Unten auf der Karte. Da siehst du ja eine Straße, die führt über so eine weiße Linie. Wenn du über diese weiße Linie fährst, bist du aus dem Gebiet raus. Mhm. Da willst du jetzt auch hin. Deswegen zeigt er dir das auch an. Ja, dann fahre ich ja richtig. Ja, genau. Bin ich ja unbewusst richtig gefahren. Du bist einmal kurz vor der weißen Linie abgebogen. Hast du geschafft. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was einfach, war super, wie so ne? Manche Leute stumpf dem Navi folgen.
Ja, es zeigt ja keine Navi-Richtung an. So, Bonus XP für Heimlichkeit. Es war super, ne? Was hatte mein Theo immer Es gesagt? war schlecht oder sollte besser sein. Ja, aber es hat er doch gesagt, es war immer super. Irgendwas hat, Das er hat doch mein was anderes gesagt. Er hat das umgedreht. F war fabelhaft. Ach, F war fabelhaft und F Ist in ist. Wirklichkeit eine 6. Echt? Ja, natürlich. Und S war richtig Ist spitz geil. und hat eben gesagt, schlecht oder sollte besser sein. Ah, okay, ich brauche kurz Zucker. So. Kennt ihr eigentlich Rachendrachen? Ich hatte letztes Mal auf Arbeit einen Kollegen, lass ihn noch relativ jung gewesen sein, dem habe ich erzählt, dass ich Rachendrachen gefuttert habe als Kind immer. Und der kannte die Good nicht. job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Ja, von früher. Siehst du, ich habe die als Kind immer bekommen, wenn ich krank war. Was hast du gefuttert? Anna. Rachendrachen. Darf ich Werbung machen? Unbezahlte Werbung, ja klar. Warte. Warte. Sieht es aus, als ob wir in einem Kreis sitzen. Mach noch mal zurück. Guck mal. Siehst du das? Nee, kenne ich nicht. Mal gehört. Muss mal probieren, sind lecker, sind nicht ganz so süß. Guck mal da, das sieht voll merkwürdig aus irgendwie, oder? In was für ein, was siehst du denn? Siehst du nicht diesen Halbkreis um uns herum, Das Auto. Ach, das ist das. Das wird eine Zerreißprobe für meine Nerven hier. Also, Rübe! ich kenne es auch nicht. Hi Rübe, da hast du aber was verpasst. Das war immer das, was ich bekommen habe, wenn ich krank war. Und ich war selten krank, also habe ich mich darauf immer gefreut. Ja, du sollst schlafen gehen. Aber hi Rübe, schön, dass du jetzt da bist. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Wir hatten Eisbonbons. Ja, die Rachendrachen sind aber auch dazu da, die frischen ein bisschen halt, die sorgen dafür, dass du ein bisschen besser atmen kannst. Ach so, das ist der falsche oder was? Anscheinend. Ja, da ist doch noch einer. Ach so, den Das hab ist der ich nicht. Mac. Wie verträgst du es? Die kenne ich. Siehst du, ältere Menschen kennen die. Das hast du gerade mal ganz alt bezeichnet. Aber wahrscheinlich hast du noch nicht das Zeug. Mark ist jünger als wir. Dann benutzt Klicke auf Steal Your Forum. So, jetzt LB. Nochmal. Nochmal. Danke. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what. So, genau. Für die 109 kannst du alle umsonst kaufen. Das hat dafür gesorgt. Das heißt, du kannst jetzt die ganzen Tipps kaufen. Okay. Dann fährst du quasi zu 109. Das wäre jetzt dein nächster Fall. Und dann stehen die Tipps gleich oben im Bildschirm. Mit dem Analogstick gehst du nach unten. Ich habe herausgefunden, welches Tier gestorben ist. Ein Warg hat ein Wildschwein angegriffen. Ah, und wer hat gewonnen? Warg oder Wildschwein? Hauptsache ein W. Also, Zaun hinter dem Haus kaputt machen. Also, es ist Der einfach. Fernseher klauen? Nein, das sind nicht deine Aufgaben. Das ist einfach. In dem Haus könntest du hinten über den kaputten Zaun reinkommen. Ja, ich wollte mir das aber gerade merken. Ich wollte das alles machen. Gibt doch Das bestimmt Punkte. wird da stehen. Nee, gibt's nicht. Das ist nur ein Hinweis, wie du in das Haus reinkommst. Okay. Dann, der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Also, das heißt, du hättest dann einen Fernseher, den du verkaufen könntest. Ersatzschlüssel in der Schublade. Also, du könntest, wenn du in dem Haus bist, aus der Schublade den Schlüssel dir holen. Und das Haus steht die ganze Zeit leer. Das heißt, da werden keine Leute drin sein. Der Wag stirbt gerade neben der Leiche vom Wildschwein. Ah. Also ich würde bei RimWorld immer Raubtiere, wenn ich genug Leute hätte, also drei, vier oder drei, mit denen die jagen, weil dann kannst du frei durch die Welt laufen, ohne dass die dich nerven oder plötzlich deine Leute angreifen. Genau. Das ist mein Lager. Kann ich die Sachen hier drin schon verkaufen? Du kannst zum Hehler fahren und die dort verkaufen. Da muss ich die jetzt aber ins Auto packen. Die sind in deiner Tasche.
Okay. Dann müsste ich die aber jetzt leer machen, weil wenn ich jetzt stehlen gehe, bräuchte ich einen leeren Rucksack. Wenn ich jetzt stehlen gehe. Erstens hast du in deinem Auto eine Kiste, da kannst du die Sachen auch schon mal reinlegen. Ich will mich jetzt erst zum Hehler das verkaufen. Ja, dann leer fährst machen. Du mit dem Auto zum Hehler. Gut, kannst du mir sagen, wie ich da hinkomme? Ja, mal gucken, was Winnie von dir will. Guck mal. Du hast es so oft gesehen, bei Bonjour. You'll need empty pockets at Greenview 109. Danke, dass er genau dieselbe Idee hatte wie ich. Ich bin da vorher drauf gekommen. Aber Porsche, ne? Bin da viel besser drin, bin da viel schneller drin. Ja, und jetzt sehe ich, anstatt dass du ranläufst und weiter runter guckst. Stress mich nicht. Mach ich doch gar nicht. Übrigens hast du beim Saugen einen weißen Fleck in meinem Rückbank hinterlassen. Wie auch immer. Ich habe deine Rückbank nicht gesaugt. Wie kommt da ein weißer Fleck? Weiß ich nicht, aber ich habe die nicht gesaugt. Ich habe nur vorne. Ich habe am Wochenende Autos gesaugt. So, jetzt siehst du, Pfandhaus. Porsche Shop. Toll. Jetzt hängt da was quer zwischen meinen Zähnen. Sehr schön. Deswegen nachschieben. Ja. Ich muss gucken, ob was rauskriegt. Ich bin so witzig. Entschuldigung, Eigenlob stinkt. Welcome back. Na, mit dem kannst du jetzt reden. Jetzt siehst du hier, was du verkaufen kannst. Teekessel gibt 8 Dollar. Mit A. Entschuldigung. Toaster gibt 3, Pfanne gibt 8. Der nervt! Get me that TV and don't pawn it off. Also du sollst ihn hier nicht verkaufen. Okay. Du siehst hier, ist die Ladestation oder das, wie gefüllt dein Auto ist. Mhm. Und hier deinen Rucksack. Hier dein Geld. Hier siehst du, wie laut du bist. Und hier siehst du, ob du zu sehen bist. Buh. Und daneben noch die Uhrzeit. Hier wirst du eh zu sehen sein, wenn du direkt vor dem stehst. Achso, der reagiert nicht auf meine Stimme. Das wollte ich gerade testen. Nein. Auf dein Laufen, auf deinen Bewegungen. Mm. Ob du Geräusche machst beim Einbruch. Du kannst später halt auch ein anderes Auto kaufen, damit du da mehr Sachen reinlegen kannst. Du fährst ja jetzt so einen kleinen, ich würde mal Toyota Yaris sagen. Ja, jetzt musst du dir die Häuser angucken. Du siehst ja auf der Karte ungefähr, wo die 109 sein könnte. Oder du guckst an die Häuser dran. Das ist dann im Hardcore-Modus. Ich muss zurück. Du bist okay. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, du kannst ja einfach die Straße entlang fahren, dann hoch und dann wieder. Ja, hier ist nicht mit Maus. Also hier kannst du. Du kannst nur mit dem Einstick fahren. Genau, hier sind auch Passanten unterwegs. Die dürfen dich natürlich nicht sehen bei den Sachen, die du machst. Wem ist schon schlecht? Guck doch geradeaus. Ich kann hier kannst nicht. Du parken. Wie halte ich denn? Mit LT. Wie fahre ich rückwärts? Und bremsen. Das ist halt relativ Standard. Ricker kommt gar nicht dazu, jemanden auszurauben. Das stimmt. Im Auto schlafen, ja. Ach, fast perfekt. Wir möchten gerne bitte... Ja, ich würde mal sagen 11 Uhr oder sowas. Bis Mitternacht. Ach nee, das Haus steht immer leer, haben sie gesagt. Ja, genau. Ne? Ah, mach ich so. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Gleich. Mach mal B. Also, dass du aussteigen kannst. Drück mal Y. Jetzt drück mal ganz viel den linken Stick zur Seite. Danke. Mal ganz oft. Und jetzt B. Oder A. Ah. Jetzt ist der Tutorial-Hinweis weg. Bitte. Dieses völlig gerade geparkte Auto, in dem jemand mit offener Tür schläft, würde niemand auffallen. Das stimmt.
Auch nicht die Frau, die sich den Boden anguckt. Ich habe da geguckt. Und dann habe ich nicht mehr geguckt, wie ich für euch gucke. Das nächste Mal spielt Rika dann den Drug Simulator. Da wird sie dann zum Dealer. Du siehst jetzt hier oben auch, ne? Die 108. Wenn du jetzt darüber gehst, siehst du gleich, dass du bei der 109 bist. Aber ein was funktioniert in deinem Denken gerade nicht, ne? Du musst einen Fernseher wegbringen. Ja, muss ich gleich mit dem Auto ranfahren nachher. Hey. Das ist jetzt dafür viel zu auffällig. Oder kann ich den nicht bis dahin schleppen? Doch, aber das fällt ja den Leuten auf, wenn da jemand mit einem Fernseher unter dem Arm rumläuft. In der Nacht hat hier keiner anwesend zu sein. So, oh, was ein schöner Asphalt. Pfeif, ich laufe nur in diesem Haus vorbei, um die Straßenqualität zu prüfen. An einer bestimmten Stelle. Guck mal, da sind auch so Rauten, die dir so ein bisschen was signalisieren können. Ja, deswegen will ich ja hier einschlagen. Ich bin doch hier bei einer Nein, Raute. Nein, bist du nicht. Hier ist eine Raute. Guck mal. Siehst du, dass dieses Zaunstück anders aussieht als die anderen? Ich übe hier schon mal dafür, wenn ich mal Kinder habe. Solltest vielleicht schleichen und ducken. Weil die Leute von draußen auf der Straße sehen dich halt immer noch. Jetzt wird die Musik, jetzt müssen wir wieder flüssen. Da ist der Fernseher. Bin ich im Bad. Okay. Du solltest trotzdem ducken. Du kannst hier natürlich mehr als den Fernseher mitnehmen, ne? Ja, ja, ja. Sondern alles Bonusgeschichten. $8 pro Pfanne, ne? Dann ist Geld. Du kannst jetzt nicht den Rest mitnehmen, ne? Nein. Ist ein Topf am Boden. Fallen lassen wir X. So. Gib mir nicht, dass mich doch mal kurz. 1,39, okay. Da ist der Schlüssel, dass du nach vorne raus könntest. Ja. Unter dem Tisch war noch ein Topf. Nee, den nehme ich. Ich will das da haben. Wo komm ich du kannst hin? Ja nicht alles mitnehmen. Und den Toaster. Achso, das ist der Fernseher, deswegen hat er geleuchtet. Gut, das war's hier, ne? Ich vermute es. Krieg ich den Toaster noch mit? Ja. War ich hier drin? Da geht's raus. Ah. Gut. Bist du dann eigentlich der Dieb, der vorher noch das Haus putzt, bevor er es wieder verlässt? Psch.
Da ist verschlossen. Du könntest aber wieder hinten über den Zaun raus. Ja. Bin ich noch geduckt? Ich glaube nicht. Doch, das war gerade höher. Willst du das Auto holen? Ja. Denk dran, das Auto noch zu holen. Schreib die Rübe gerade. Nicht mit dem Lenken. Wie lenke ich denn dann? Genau so. Fällt gar nicht auf das Auto, was auf dem Fußweg fährt. Wie viele Toaster musst du dafür klauen? So, stehen bleiben. Du verlierst übrigens ein Geld, wenn du irgendwo gegenfährst. Das habe ich mitbekommen. Wie steige ich denn jetzt aus? Verlassen X. So, jetzt musst du hinten den Kofferraum aufmachen. Du solltest vielleicht draußen nicht mit Taschenlampe rumrennen. Da kommt einer. Da siehst du. Ich hocke hier immer im Busch. Du kannst. Die Map unten zeigt dir übrigens, wie die Leute gucken, ne? Kofferraum zu. Hm. Gibt's doch jetzt nicht. Du musst wieder die Kamera drehen. Das Spiel ist halt nicht ganz so cool darauf. Ach so. Dieses verbackte Gras. Ja, ne? So, und jetzt kannst du losfahren. Du musst jetzt nur die Straße hoch. Oh, guck mal, du kannst sogar eine Außenansicht. Geradeaus. Und jetzt bitte rechts. Und du hast es. Ja! Und mit diesem Freudenschrei. Ich bin der Dieb! Ich hab schon meine Mütze auf. Warte. Nein, hier meine Frischuhe. ihr habt's live auf Tape. Sie ist ein Dieb, sie hat's zugegeben. Kann man vor Gericht gegen sie verwenden. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ciao, ciao. Tschüss.